Hallo und herzlich willkommen wieder zurück zum Landwirtschaftssimulator 2017. Wir sind momentan dran, wieder Saatgut zu kaufen und Mineraldünger für unsere Sämaschine, die wir hier momentan benutzen. So, einmal hier ran. Zack. Einmal wieder auffüllen. So, dann holen wir uns davon natürlich noch einen Mineraldünger und einen Big Pack für Saatgut. Bisschen Saatgut auffüllen. Hat er exakt reingepasst sogar. Obwohl, Saatgut könnte man sogar noch ein bisschen was kaufen. Ne, jawohl, die sollten jetzt relativ gleich leer werden. Sage ich jetzt mal. Dann können wir das nächste Mal da nochmal vorbeischauen. Machen wir später mal. So, gucken wir mal, dass wir da jetzt auf jeden Fall noch was verkauft bekommen. Verkauft bekommen. Gesät bekommen. Ist ja noch ein bisschen was. Aber der Fan macht auf jeden Fall seine Sache ganz gut hier. Das passt. Jetzt fahren wir wieder zum Feld. Ordentlich. Und müssen noch ein bisschen ansäen. Gucken wir mal. So, gucken wir mal, dass der Fendt das auf jeden Fall noch ganz gut schafft. Jetzt fahren wir durchs frisch angesäte Feld. So, einmal drehen und jetzt hier gleich wieder ansetzen. So, zack. Jetzt mal go. Go, go. Jetzt. Macht das ordentlich. Ja, es sieht gut aus. Sieht gut aus. So. Zack. Er hat abgeleert. Sehr schön. Dann können wir jetzt mal hier ansetzen. Nächstes Feld. Nochmal ein bisschen Raps. Haben wir hier nochmal vor uns. Zack. Nochmal das kleine Rapsfeld hier wegmachen. Ist ja auch nicht mehr so viel. Es war auch noch ein bisschen was. Aber eben auch nicht viel. So, dann fahren wir den noch schnell weg. Seine 9500 kommen auch noch hinten ins Silo rein. Wird auf jeden Fall auch noch erledigt. Dann schauen wir mal. Was macht er jetzt da? Er wendet anscheinend schon ein wenig früher. Ich weiß nicht warum. Ach komm, gib her. Hallo, Helfer. So, machst du das halt so. Ist mir auch egal. Hauptsache, du machst das Feld. So. Er zieht sich hier echt zu Tode, weil alles hinten eingeladen ist. Es ist zwar wirklich nicht voll, aber dafür geht er jetzt schneller. Ja, die Physik ist echt schon besser geworden, muss ich sagen. So, gucken wir mal, dass wir hier jetzt die restlichen Sojabohnen wegbekommen. So, gucken wir mal. Raps haben wir jetzt auch noch ein kleines Feld, echt mini klein. Helfer B hat erfolgreich seine Arbeit beendet. Das ist der Sähelfer, glaube ich. Der hat jetzt die Grenze erreicht. Sehr schön. Weiß ich Bescheid. Bin unterwegs. Schauen wir mal, dass wir das ganz gut hinbekommen gleich. So, der arbeitet. Alles gut.
Blockieren wir hier mal die Straße, dann nehmen wir den einmal mit. Setzen ihn um. Einmal umgesetzt. Was mich halt wundert, die Sojabohnen gingen halt gar nicht runter, nur der Dünger. Warte mal, kaufst du? Ah, jetzt geht beides runter. Ah. Also wenn ich da schon Saatgut drin habe, soll er das auch verwenden. Ganz ehrlich. Ja gut, jetzt merkt man es doch, dass es relativ schnell runtergeht, beides. Ja, jetzt merkt man es doch. Der Helfer arbeitet gut, der auch. So, mal ganz kurzer Cut, wir sehen uns gleich wieder. Hallo und herzlich willkommen hier wieder zurück zum Landwirtschaftssimulator 2017. Ja, wir sind hier im Landwirtschaftssimulator und wir sind hier nebenbei noch am Abernten dieses kleinen Feldes. Ich weiß echt nicht, wo wir in letzter Zeit geblieben sind. Ich würde gerne noch was Kleines umstellen und zwar... ach, mein Spritverbrauch ist sogar schon auf normal. Okay, sehr schön. Das wollte ich nämlich eigentlich umstellen, dass wir den Spritverbrauch auf normal haben. Das ist ein bisschen realistischer ist, finde ich. Und das wollte ich damit eigentlich erreichen. Und das hoffe ich, dass wir das demnächst auch noch ein bisschen runterkriegen, die 83 Liter hier oder 86 Liter eher gesagt. Mal schauen, dann tanken wir den Guten hier gleich noch ab. Hoffentlich hat er irgendwas dabei. Sojabohnen sind wir gerade am Anpflanzen, ich habe keine Ahnung mehr. Ist auch schon ein bisschen her, seitdem ich die letzte Folge aufgenommen habe. Was wir überall angepflanzt haben. Sojabohnen, nur Sojabohnen, okay. Echt nur Sojabohnen und hier ein bisschen Raps. Sojabohnen, Raps. Machen wir eben auch noch Sojabohnen. Ich weiß nicht, was ich mal gesagt habe, was ich da anpflanzen möchte, aber... Machen wir das hier auch noch kurz selber. Oder nicht selber, sondern selbst. Das war ja grammatikalisch nicht korrekt. So, schauen wir auf jeden Fall mal, dass wir das Ganze hier noch wegbekommen. Hoffe ich, dass das noch ein bisschen rauskommt vom Raps her, aber scheint nicht so. Dann, was ist geplant für die nächsten Folgen? Auf jeden Fall ist geplant, dass wir auf jeden Fall, hoffe ich mal, mehr Schweine bekommen. Wir haben eine relativ gute Produktionsrate mittlerweile, aber es fehlen halt noch ein bisschen was. Und das sind die Kartoffeln. Und darauf möchte ich demnächst mal sparen, dass wir auf Zuckerrüben oder Kartoffeln sparen. Es wird wahrscheinlich eher die Zuckerrüben. Aber mal schauen, wo wir die dann lagern werden. Mal gucken. Aber ich glaube, Zuckerrüben passen sogar ins Lager, aber da kommen viel zu viele raus. Müssen wir mal schauen, wie wir das machen wollen. Hier ist auch noch relativ viel drin, Silage. Hier ist unser ganzer Strohhaufen, auch ganz gut, was wir da mittlerweile schon angesammelt haben. Und dich wollte ich jetzt wieder hochfahren. So, zack. Ich hoffe, wenn wir dann oben angekommen sind, ist er hier auch fertig. Dann haben wir nämlich da einen guten Durchschwung und können dann auch hoffentlich hier gut alleine arbeiten. So, da komme ich nicht durch, so wie ich das wollte. Deswegen fahren wir so jetzt auf die Landstraße. Das Teil müsste auch mal sauber gemacht werden. Aber es hat sich noch keiner gewünscht aus der Community, dass das mal sauber gemacht werden soll. Also bleibt das noch so dreckert. Mal schauen, vielleicht will es irgendwann mal einer gemacht haben, dass das Ganze hier sauber gemacht wird. Aber ich bin dafür nicht zuständig aktuell. So, mir gefällt ehrlich gesagt der New Holland, muss ich aktuell sagen.
Und ja, jetzt mittlerweile haben wir einfach die Durchschlagskraft, die wir brauchen. Und das finde ich halt relativ gut, dass wir einfach die Durchschlagskraft haben, für die Felder, die wir haben. Und das ist aktuell sehr, sehr gut. Wir kommen mit Nachpflanzen sehr gut hinterher. Das ist alles top, wie es aktuell läuft. Müssen wir mal gucken, dass wir demnächst noch ein bisschen weiter investieren in neue Gerätschaften, dass es einfach ein bisschen mehr und noch besser funktioniert, weil aktuell sind wir halt schon auf einem relativ guten Durchschwung, aber eben noch nicht so gut, dass wir davon ständig neue Investitionen leisten können. Und das ist das eigentlich, was ich machen möchte. Immer neue Gerätschaften, Gerätschaften, Gerätschaften. Und das ist so unser großes Ziel. Ich hoffe, wir schaffen das noch hier durch. Nein, natürlich nicht. Im Ernst, wir kommen da nicht durch. Ist man dann halt immer durchgekommen? Oder sind wir da gar nicht durch? Ah, hier sind wir mal durchgefahren und haben halt dieses Schild da weggerammt. Okay. So, und dann einmal hier wieder auf dem Hof. Angekommen, hat die Arbeit erfolgreich beendet. Dann nehmen wir dich natürlich gleich mit und setzen dich aufs nächste Feld um. Den 724, den wir uns damals ja vor ein paar Folgen erst gekauft haben. Ich finde dieses Teil immer noch mega geil, weil es halt einfach richtig gut funktioniert und halt auch mit der kompletten Sämaschine einfach eine komplette Power hat, was wir nicht kompensieren können aktuell. So, genau, dich wollte ich mir holen und einmal parken, dass wir gleich damit weitermachen können. Die ganzen Sojabohnen, was wir ja jetzt angepflanzt haben, gleich wieder zu ernten. Das wollen wir nämlich machen in dieser Folge und wollen das starten. Mal schauen. Hoffentlich kriegen wir das so hin. Und das ist nämlich dann auch gut, wenn wir das so hinbekommen würden. Mal schauen. Vielleicht. Oder auch nicht. Mal gucken. Werden wir schon irgendwie hinbekommen. Das passt, das passt. Dieses Fahrzeug fahren wir auch schnell nach oben. Obwohl, passt Raps noch oben ins Silo rein? Das wäre jetzt noch ganz gut zu wissen. Ein bisschen passt noch rein. Ja, die paar Tropfen passen rein. Sehr schön. Passt alles rein. Das ist gut zu hören. So, das Einzige ist, es hat mal einer in die Kommentare geschrieben, alles verkaufen. Bloß aktuell lohnt sich's für mich nicht zu verkaufen, weil die Preise einfach so im Keller sind aktuell. Natürlich würden sie sich wieder erholen, wenn ich ein bisschen die Zeit spule, aber aktuell würde sich's nicht lohnen. Deswegen erstmal wieder ein bisschen in die Silos einlagern. Es ist ja morgen schon, es kann schon wieder ganz, ganz anders aussehen, aber ich warte es mal ab, wie es aussehen wird. Ich muss noch mal ganz kurz gucken, wie es bei den Schweinen und so aussieht. Ob die demnächst wieder mal was brauchen. Aktuell scheint es den Schweinen auch gut zu gehen. Den Kühen geht sowieso gut. Muss ich auch mal schauen, dass ich da noch mal ein bisschen was für die besorge. Aber das kriegen wir alles hin mit der Zeit. Es ist ja alles erst in der Aufbauphase von den Schweinen her. Aber das kriegen wir hoffentlich hin. Uiuiui. Das kriegen wir alles hin, hoffe ich, und das werden wir auch hinbekommen. Da bin ich eigentlich der festen Überzeugung. Und ja, mal schauen, wenn wir schon irgendwie hinbekommen. Okay, der ist auch gleich fertig. Übernehmen wir das mal. Übernehmen wir das Ganze mal hier. Dann haben wir nämlich auch ein bisschen was zu tun. Und können auch mal wieder ein bisschen Hand anlegen hier auf unserem Bauernhof. Wir lassen ja relativ viele Helfer machen, aber wir können ja auch mal wieder ein bisschen was machen. Das kann man ja einfach mal so sagen. So. Nächste Felder sind ja auch schon geplant, was man sich als nächstes schon holen könnte. Das wäre ja das schöne Feld 11. Daran bin ich ja aktuell ein bisschen interessiert. An Feld 11. Mal schauen, ob wir uns das dann irgendwann mal holen werden. Ist auf jeden Fall ein sehr schönes, interessantes Feld, was halt einfach von der Größe her nochmal ein bisschen was Größeres ist,
was wir auch gebrauchen könnten. Oder wir sparen eben komplett auf Feld 20 oder 5. Aber 5 möchte ich mir nicht holen, weil es halt zu weit weg ist vom Hof. Deswegen eher Feld 20 ist noch ein bisschen näher dran, aber wahrscheinlich wird es zuerst Feld 11. Ist meine aktuelle Vermutung. Mal schauen, was es dann wirklich wird. Aber ich bin aktuell für Feld 11, weil es halt einfach näher dran ist und mir da dann relativ schön viel Raps, Sojabohnen, Gerste oder sonstiges runterholen können vom Feld. Und das ist, dann haben wir eine gute Durchschlagskraft auf jeden Fall. Und ja, mal schauen, wie sich's dann so entwickeln wird hier auf dem Bauernhof. Ist auf jeden Fall aktuell in einer sehr, sehr guten Lage. Aber wie es hier weitergeht mit unserem Bauernhof, seht ihr in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. Ciao, ciao.